Warum verstößt der Verkauf der Geräte Laser Master 2 und 3 der Firma Orthor gegen bestehendes Recht? Nun, beide Geräte verwenden als Kernelement ihrer Firmware die Software Gabel. Das lässt sich recht einfach bestätigen. Wird das Mainboard des Laser Master 2 per USB mit einem PC verbunden und ein Terminal-Programm gestartet, so können Befehle zur Firmware gesendet werden. Ich verwende hier das Terminal-Fenster der Arduino IDE und nach zweimaligem Senden des Befehls $C erscheint eine Ausgabe, die unmissverständlich klar macht, dass der Laser Master 2 Gabel in Version 1.1f nutzt. Gleiches gilt für den Laser Master 3. Die Nutzung von Gabel ist kein Verbrechen, denn diese Software ist unter einer freien Lizenz veröffentlicht, die genau das erlaubt. Es dürfen sogar nach Belieben Änderungen am Quellcode vorgenommen werden. Als Gegenleistung verlangen die Autoren allerdings, dass besagte Änderungen an dem Quellcode der Software ebenfalls unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden müssen, und genau diese Forderung erfüllt die Firma Orthor nicht. Anfragen meinerseits nach dem Quellcode wurden mit der Aussage, das sei Firmengeheimnis, beantwortet. Ich mache es kurz. Nein, dieser Code kann nicht zu einem Firmengeheimnis erklärt werden. Die Arbeit anderer für Umme abgreifen, dabei aber deren Spielregeln außer Acht zu lassen, ist asozial gegenüber dem Volk, und das nicht nur in einer Volksrepublik. Ich erspare mir an dieser Stelle weitere Details zur GPL-Lizenz. Wer daran interessiert ist, der entsprechende Text ist öffentlich einsehbar. Orthor sollte neben dem Quelltext auch eine Kopie dieser GPL-Lizenz oder einen Link zum Text zusammen mit dem Gerät versenden. Macht man natürlich auch nicht, ihr könnt euch denken warum. Von einem Kauf der Orthor-Geräte rate ich somit ausdrücklich ab, solange Orthor diese Missstände nicht beseitigt, indem der geänderte Quelltext der Firmware veröffentlicht wird. Sobald das geschehen ist, gibt's von mir ein entsprechendes Update. Gabel ist der Quasi-Standard für Lasergeräte der mittleren und unteren Preisklassen, nicht zuletzt, weil die Hersteller sich den Aufwand zur Programmierung einer eigenen Firmware von Grund auf sparen können. Eine einheitliche Schnittstelle in Form von Gabel hat auch dazu geführt, dass sich Programme wie Lasergabel oder Lightburn etablieren konnten, was die Verwendung der Geräte für Nichtprogrammierer enorm vereinfacht. Wie bei FDM-3D-Druckern hat die Open-Source-Strategie auch im Bereich der Laserschneider für einen ordentlichen Preisrutsch gesorgt. Ähnliche Verletzungen der GPL-Lizenz der Open-Source-Software Marlin gab und gibt es unter den Herstellern von 3D-Druckern ebenfalls. Man reagiert seitens der Community allerdings rigoroser, als das bei Laserschneidern im Moment noch der Fall ist. Wie könnt ihr nun dafür sorgen, dass Open Source auch im Bereich der Laserschneider offen bleibt? Nun, die Abstimmung erfolgt über den Geldbeutel, denn auch die schwarzen Schafe sind auf den Verkauf ihrer Geräte aus. Nicht bei diesen Herstellern zu kaufen, ist also auf lange Sicht in eurem Interesse. Fragt also einfach bei den Herstellern an, wo ihr den Quellcode, wie von Gabel vorgeschrieben, einsehen könnt. Je mehr Anfragen, umso deutlicher wird, dass die Verletzung von Open-Source-Lizenzen nicht ungesehen stattfindet. Auch die Rückgabe eines Gerätes mit Hinweis auf die Verletzung der Software-Lizenzen ist möglich, sofern der Kauf nicht direkt über die Herstellerseite erfolgt ist, denn die stellen sich diesbezüglich ganz dumm und unwissend. Wie bereits gesagt, Orthor ist eines dieser schwarzen Schafe, das ihr mit entsprechenden Anfragen kontaktieren und deren Geräte ihr beim Kauf meiden solltet, bis diese Verletzung der Softwarelizenz beseitigt ist. Eine Mail an den Support oder den Verkauf zu schreiben kostet euch nur wenig Zeit, erzeugt aber den nötigen Druck auf die Hersteller. Nur wenn eine auf Gabel basierende Firmware offen bleibt, erhaltet und behaltet ihr die volle Kontrolle über eure Geräte. Mehr zum Thema gibt's auf How Open Is This Gadget? In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!